Also was man über Berlin sagt, nämlich es sei eine Reise wert, das gilt für Tokio noch viel mehr. Und Tokio ist fern und wahnsinnig groß und wirkt vielleicht etwas exotisch. Speziell wenn man so einen Teller Spaghetti vor sich sieht, den U-Bahn-Plan von Tokio, erschrickt man vielleicht erstmal und denkt, man könnte sich in so einer großen Stadt mit 36 Millionen Einwohnern, größte Stadt der Welt, nicht so ohne weiteres zurechtfinden. Und genau deswegen gibt es dieses Buch. Und dieses Buch macht einem es sehr leicht, Tokio kennenzulernen. Sortiert ist das nach solchen sogenannten Kus. Es gibt im Stadtgebiet von Tokio 23 solcher Kus. Die Gebäude sind den jeweiligen Bezirken zugeordnet. Und was natürlich bei einem Architekturführer auch immer ganz entscheidend ist, wir haben große Mühe darauf verwendet, die Objekte auffindbar zu machen. Wir haben solche Nachbarschaftskarten von Tokioter Stadtquartieren produziert, wo man die Gebäude sehr leicht finden kann.